wie ihr vielleicht alle schon sehen, da steht jemand auf dem Podest. Weißer Hemd, ist hinten wegen dreckig, aber das ist nicht schlimm. Es ist der Rolf Köhler. Der filmt uns jetzt das zweite Jahr. Und der hat auch mit dem Herrn Matthias Drescher von Radio Ohr eine Sendung ins Leben gerufen. Gucke in der Region. Und Rolf, der ist gerade mal kurz zu mir herkommen. Da kann ich selber was sagen. Aber sei nicht so hart zu ihm, er ist ein bisschen schüchtern, auch wenn er nicht so aussieht. Rolf, wink nochmal. Soll ich nochmal winken? Ja. Viele kennen dich vielleicht schon aus, ja, aus YouTube, auf Facebook, auf ideale Medienpresse, ich weiß nicht, auf. Aber der Grund, warum ich auch hier bin, ist nicht für die Egmont-Gruppe, dass die heute 40 Jahre haben oder ihr 10-jähriges Open Air, sondern Gugge in der Region ist ein Videoprojekt, das ich mit Matthias Drescher, den ihr sicherlich alle kennt. Wer kennt ihn überhaupt? Hallo? Ja, wer kennt Radio? Schwarzwaldradio? Ah, noch besser. Also, Matthias Drescher ist normalerweise heute auch Abend zu erscheinen gewesen, aber ist im Moment im Sender, ist noch verhindert. Somit muss ich das Ganze hier alleine durchziehen. Ich hoffe, ihr unterstützt mich dabei. Aber er hat mir natürlich eine Botschaft hinterlassen. Dazu aber noch später. Das Projekt Gugge in der Region ist eigentlich nichts anderes als ein Videoprojekt, das auf YouTube ausgestrahlt wird für Gugge-Fans von Gugge. Wir von der, sag ich mal, von der Gugge-Region haben in der ersten Staffel, weil wir drehen ja schon mittlerweile und sind schon mittlerweile in der zweiten Staffel, in der ersten Staffel die Egmont-Huber dabei gehabt. Daniel, wie fandst du? Es war echt nicht schlecht. Wenn es eine Einladewoche nach Offenburg, Divitz, Joel weiß nicht mehr viel davon. Er war zwar dabei, aber er kennt ihn alle. Aber im Großen und Ganzen war es echt schön und hätte Spaß gemacht. Ja, das kann ich euch nicht bestehen, das war ein Gelächter, wer die Sendung natürlich anschauen will, schreibt einfach rein, RWK Privatmedia oder Gugge in der Region. Dort könnt ihr die Folgen anschauen, die zweite, die erste Folge von der zweiten Staffel ist schon online. Und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Sinne des Abends. Denn wir möchten heute Abend jemanden ehren. Das ganze Projekt hat dann sich wir interviewen die Leute, wir interviewen die Gugge-Musik und dann ist natürlich ein Thema hervorgekommen, wo wir gesagt haben, ja, das ist es wert, das müssen wir ehren und es erfolgt eine Anerkennung. Jetzt haben wir ganz ruhig mal bei der Egmont-Gruppe und fragen, wer ist denn das jüngste Mitglied bei euch? Oder? Ah, dann muss sagen, wie alt du bist? David Mischnick. Eins, Alter. Ja, 15. Okay, er ist 15 Jahre alt. Ich darf dich dann noch um meinen 40 Jahre einladen, wenn wir dann auf dasselbe Schema kommen für den Mann, den wir heute Abend ehren würden. Und zwar darf ich jetzt erstmal den Günther Rauer zu mir bitten. Günther, komm mal her. Günther, dürfen wir dein Alter verraten? Ja, 79. Genau. 79 Jahre. Und wir haben ein bisschen recherchiert und sind an der Feststellung gegangen, Günther, du bist im Moment der älteste aktive Gugge-Musiker hier in der Ortenau. Und ich muss sagen, nicht nur an der Ortenau, bestimmt weit über den Grenzen hinaus. Und natürlich danke an die Musikkameraden, die mir immer verstärkt Wortkombination und bei Stange gehalten. Genau. So. Und dann haben wir gesagt, das ist es wert, uns zu ehren.
Und ich möchte ihm dafür im Namen auch von Matthias Drescher, er hat eine Botschaft hinterlassen, da wird er nachher eine Botschaft hintergeben, aber ich möchte dir im Namen der Produktion RWK Privat Media und in der Gesamtproduktion Gucke in der Region den ersten Ehrenpreis überreichen, unterzeichnet von uns. Und ich denke, nicht nur die Urkunde und Trophäe, auch der Daniel hat noch nicht was für dich. Günther? Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach. Genau. Mir fällt nichts ein. Es ist einfach schön. Dichte Beats haben wir uns und eigentlich undenkbar. Ohne dich läuft es einfach nicht. Es ist immer schön, wenn du dabei bist. Wir freuen uns. Du machst den Jungen noch was vor und zeigst ihnen, wie es geht. Das finde ich super. Deswegen haben wir auch Kleinigkeit für dich noch zum halben Anstellen. Trompet und der ist ein Flügelhorn, Entschuldigung. Und ein bisschen Apfelsaft, Schorle, was du so gern trinkst. Ja, und ich denke, das könntest du gebrauchen. Jetzt hoffen wir natürlich, dass du noch ein bisschen bei uns bleibst. Solange, dass du fit bist und. Genau. Günther, vielen Dank. Schön mit dir. Danke an den Musiker. Jetzt haben wir noch ein kleiner Einspieler von Matthias Drescher. Christian, lass mal laufen. Höre mal zu, was er sagen will. Hallo und guten Abend zusammen, die ihr da alle mit den Eckwaldpupern kräftig feiern wollt. Hier ist Matthias Drescher, der Narrenreporter von Hitradio Ohr und Schwarzwaldradio. Zugleich bin ich ja auch der Moderator von Gugge in der Region, einer Serie in YouTube, in der wir euch die besten Gugge-Musiken vorstellen. Leider kann ich heute Abend nicht persönlich kommen, da ich noch für Schwarzwaldradio im Einsatz bin. Ein besonderer Gruß geht nun an den Günther. Mit 79 Jahren ist er der älteste aktive Gugge-Musiker weit und breit. Herzlichen Glückwunsch für die Auszeichnung von Gugge in der Region. Seit 1992 steht er auf der Bühne und mischt das Publikum mit seiner Truppe auf. An dieser Stelle von euch allen einen riesigen Jubel und Applaus für Günther. Auf geht's, lasst euch hören! Thank you.